Hallo zusammen, hier ist wieder Deutschland und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Video vom PTR präsentieren. Heute wollen wir uns nämlich mal die neuen Essenzen angucken, die es mit 8.3 geben wird. Und da habe ich mir überlegt, ich splitte das in drei Teile. Wir gucken uns jetzt in dem Video die von den Tanks an und dann in den nächsten beiden noch die Heiler bzw. die D-Essenzen. Was gibt es da bei den Tanks Neues? Und zwar haben wir drei Essenzen, die wir uns jetzt neu holen können. Einmal Berührung der Ewigwährenden, dann die formlose Leere und Stärke des Wächters. Und was die machen, wollen wir uns jetzt mal durchgucken. Und zwar die große Macht bei Berührung der Ewigwährenden ist, wenn wir sterben, sterben wir quasi nicht und kommen mit 20% Life zurück und haben dann 30 Sekunden ja, einen Buff, dass wir 85% weniger Schaden bekommen, was sehr, sehr stark defensiv ist. Haken, das Ding hat 10 Minuten Abklingzeit, aber dennoch, überlegt, ihr kriegt einen richtig dicken Hit, sterbt eigentlich, habt dann 20% Life und kriegt 85% weniger Schaden, also sprich, seid quasi für kurze Zeit nicht tötbar, ist schon eine nette Sache. Und als passiven Effekt haben wir, wenn eure Gesundheit unter 35% fällt, erhaltet ihr für 15 Sekunden 289 Vermeidung und euer nächster Einsatz von Eisenfell, also das ist jetzt hier auf dem Guardian bezogen, bei euch ist es dann halt ne, immer die Active Mitigation, schätze ich mal, bei den anderen Tankklassen, hält 30% länger an. Dieser Effekt kann nur einmal alle 1,5 Minuten auftreten. Ja, also die Vermeidung ist ganz nett, die wir hier kriegen. Und das Eisenfell länger hält, beziehungsweise eure Active Mitigation ist auch ganz okay. Der Main-Effekt ist natürlich sehr, sehr stark, muss man hier ganz klar sagen. Gut, jetzt können wir uns natürlich auch noch angucken, wo man sie herkriegt, beziehungsweise wie die besseren Versionen davon aussehen. Denn auf dem PTR kann man sich hier direkt die Rang 3 Essenzen kaufen und die werden wir uns natürlich nachher auch anschauen. Als allererstes, wo kriegt man das Ding her? Und zwar Quelle hier, Tal der ewigen Blüten, und zwar durch eine Questreihe. Ich habe da auch schon mal in einem anderen Video die Quests angefangen in den jeweiligen Inversionspunkten, also sprich Tal der ewigen Blüten bzw. in Uldum, und das scheint einfach eine Questgeschichte zu sein. Also ihr müsst einfach diese Quest-Story einmal durchquesten. Da bekommt ihr quasi das erste Ding her. Dann können wir einmal reinschauen, was dann dementsprechend die bessere Version davon ist, also hier die Rang 3 Essenz, wenn ihr es ausgemaxt habt. Und zwar gucken wir hier einmal rein, euer nächster Tod wird verhindert, stattdessen stellt ihr 40% eurer maximalen Gesundheit her. Ich denke mal, Rang 2 wird dann 30% sein, irgendwas dazwischen. Und die Geschichte mit 85% weniger Schaden für 3 Sekunden bleibt weiterhin quasi bestehen. Zusätzlich haben wir hier den Bonus, wenn euer Tod verhindert wird, erhaltet ihr eine Aufladung von Überlebensinstinkt. Ich schätze mal, bei anderen Tankklassen, beim Worry Last Stand wird es sein oder halt irgendein großer Def-CD, dass ihr da eine Aufladung oder die Abklingzeit wieder zurückgesetzt wird. Bei Überlebensinstinkt habt ihr ja zwei Aufladungen. Ich denke mal, bei anderen Tankklassen ist es einfach so, dass euer großer Def-CD von der Abklingzeit zurückgesetzt wird. Genau. Und dann haben wir unten, wenn eure Gesundheit unter 35% fällt, erhaltet ihr für 15 Sekunden 289 Vermeidung. Und euer nächster Einsatz von Eisenfell hält 50 Prozent länger, beim anderen war es 30, glaube ich, und der Effekt kann nur alle 60 Sekunden auftreten und hier war es ja alle 1,5 Minuten. Also dementsprechend gehen da einfach die Prozente hoch, beziehungsweise die Zeit runter, was doch eine relativ starke Sache ist. Das ist jetzt das Erste. Dann können wir uns die zweite Essenz anschauen, und zwar die formlose Leere. Wir werden die nachher auch in Aktionen uns nochmal angucken, da muss man bloß woanders hin. Genau, hier die formlose Leere. Repliziert die Energie im Herz von Azeroth eures Ziels und gewährt euch 15 Sekunden lang Zugriff auf Rang 1 seiner derzeitig ausgerüsteten großen Essenz. Die Abklingzeit von die formlose Leere ist um 50% länger als die normale Abklingzeit von der von euch replizierten Essenz. Funktioniert nicht bei passiven Essenzen. Heißt, wir können irgendeinen Dude im Raid anvisieren, quasi seine große Essenz replizieren und ja, haben dann aber längere Abklingzeit. Muss ich ehrlich sagen, klingt jetzt irgendwie nicht so verlockend, dann kann ich doch eigentlich gleich die reinskillen. Kann aber sein, dass ich als Tank dann eine DD-Ding-Essenz benutzen kann, beziehungsweise als DD, das kann man nämlich mit allen benutzen, also das kann auch ein DD und ein Heiler benutzen, das ist nämlich die gescherte Essenz quasi, kann dann quasi von einer anderen Rolle die Essenzen benutzen. Klingt interessant, damit müsste man aber ein bisschen rumexperimentieren, mal gucken, ob ich mit Boralus auch so jemanden anvisieren kann und ob wir da ein bisschen was testen können. Genau. Zusätzlich, ach ja,
Hier, man bekommt bei den neuen Essenzen immer 10 Verderbniswiderstand. Das sollte ich vielleicht noch dazu sagen. Das ist für das Gear wichtig, aber da werde ich mal genauer in einem anderen Video drauf eingehen. Und die passive Essenz ist hier jedes Mal, wenn ein Verbündeter innerhalb von 40 Meter einen Azurit-Essenz einsetzt, erhaltet ihr 20 Sekunden lang 400 Beweglichkeit. Heißt, wenn im Raid irgendjemand seinen Beam oder irgendwas anderes zieht, dann gibt es für euch nochmal ein bisschen Stats. Jetzt schauen wir mal die Rang 3-Variante an. Und zwar haben wir die hier. Da ändert sich oben mit dem Replizieren von Fähigkeiten gar nichts, außer dass wir halt hier dann eine Rang 3-Essenz replizieren können. Also sprich, eure muss höher sein, dass ihr eine höhere vom anderen replizieren könnt. Und die Abklingzeit ist hier aber nur noch um 30% verlängert und nicht mehr um 50%. Ist eine nette Sache. Unten bei dem passiven Effekt gibt es einfach mehr AG. Und zusätzlich gibt es noch Tempo, wie ich sehe. Also ihr kriegt 20 Sekunden lang dann 500 AG und 94 Tempo. Ich weiß jetzt nicht, ob das vielleicht bei Klassen dann auch unterschiedlich ist. Hier jetzt bloß 400 AG quasi gegeben. Und dann ist es noch so, der Verbündete, der einem eine Azurit-Essenz einsetzt, erhält ebenfalls für 20 Sekunden 49 Tempo. Es kann nur immer ein Verbündeter diesen Tempo-Effekt erhalten quasi. Dementsprechend gibt es dann für die anderen Leute im Raid auch nochmal so einen kleinen Buff. Klingt doch ganz nett, würde ich sagen. Und die letzte Essenz, die wir haben, ist hier Stärke des Wächters. Und das ist eine sehr interessante Geschichte. Finde ich gut, dass sie es das reinmachen. Und zwar die große Essenz ist, verspottet alle Gegner in der Nähe und zwingt sie 6 Sekunden lang euch anzugreifen. Ihr kriegt quasi einen Marschspott. Und das kann sehr stark sein bei bestimmten Countern, wo ihr schnell die Aggro von allen Mobs haben müsst. Ich kann mir vorstellen, dass man das bei dem einen oder anderen Encounter gut gebrauchen kann. Das ist, macht zwar nicht mehr Damage oder irgendwas, aber es kann für Tanks teilweise wichtig sein, schnell einen Aggro-Swap zu haben. Vor allem nicht nur von DDs die Aggro zu kriegen. Zum Beispiel, wenn ein Tank Adds nur eine gewisse Zeit tanken soll, man kann immer nur einen Add spotten und bei allen Overtunuken ist es schwierig. Und so kannst du dir alle Adds sofort holen. Das kann bei manchen Kämpfen wichtig sein. Und was haben wir als nächstes? Und zwar passiv speichert alle 2 Sekunden 2900 Heilung bis zum Maximum von 74.000. Wenn ihr einen Angriff ausweicht oder pariert, werdet ihr um den gesamten Wert geheilt. Ja, das ist natürlich nice. Also wir speichern ein bisschen Heilung über die Zeit und wenn wir dann ausweichen, parieren, gibt es die komplette Heilung uns drauf. Achso, jetzt wollten wir noch gucken, wo es die Essenz bzw. die davor gibt. Und zwar hier haben wir als Quelle Vision of Enzot eingegeben, also sprich, die Vision, die ich auch schon euch mal gezeigt habe, wo man sich einfach quasi reinqueuen kann, nachdem man sich ein paar Token geholt hat. Und da muss man immer den Endboss umhauen und kann sich dann irgendwann die Essenz holen. Wahrscheinlich dann auch die höheren Stufen davon. Und das hier, also die formlose Leere, die bekommen wir aus Nyalotha. Und zwar von den ganzen Bossen können wir die bekommen. Beziehungsweise ich schätze hier kombiniert verschlüsselte Schriften aus Nyalotha. Ich schätze, es läuft so auch wie von der aktuellen Raid-Essenz. Ihr müsst dann halt einfach wieder Token, diese Schriftrollen hier sammeln, könnt die kombinieren und wenn ihr genug habt, könnt ihr die erste Stufe, dann die zweite, dritte und vierte und so weiter kombinieren. Also ich schätze mal, dass das gleich sein wird. Und wahrscheinlich ist dann wieder die letzte Essenz beim Endboss, dass die dann droppt. Also die Legendary-Essenz, so ist es ja im Moment auch bei Ashara unter anderem. Genau, das soweit zu den Essenzen. Jetzt können wir uns bei der letzten hier noch angucken, was natürlich die Rang 3-Essenz uns bringt. Und zwar tun wir hier auch wieder alle Verbündeten verspotten für 6 Sekunden lang. Zusätzlich erhöht es unsere Ausweichchance um 15%, was recht stark ist. Und dann kommt das Gute: Ziele, die von wachsamer Beschützer betroffen sind, erleiden 50% mehr Schaden. Heißt, wenn ihr diese Mobs verspottet, und ihr quasi dann den Debuff auf den Mobs drauf habt, haut ihr für diese 6 Sekunden lang, so verstehe ich zumindest, 50% mehr Schaden auf die. Das kann stark sein, ist natürlich jetzt offensiv wahrscheinlich trotzdem nicht eine der besseren Runen, aber ist ein netter Nebeneffekt, dass man dann noch ein bisschen mehr Schaden macht für diese kurze Zeit. Dann unten bei der Speicherung bleibt sich's gleich. Wir haben immer noch quasi alle 2 Sekunden ein Heilwert, der ist hier ein bisschen höher, 3500. Hier war er, glaube ich, ein bisschen niedrig mit 2900. Das Maximum bleibt aber gleich mit 74.000. Und was wir als zusätzlichen Effekt bei der geringen Macht haben, ist quasi hier die Maximalgesundheit aller Spielercharakter, die mit Tankspezialisierung in eurer Gruppe oder Schlachtzug sind, kriegen 3% mehr Maximalleben. Und das ist auch stapelbar. Wenn ihr 2 Tanks habt, dann haben beide 6% mehr. Und wenn ihr mehr Tanks habt, warum auch immer man mehr Tanks decken sollte, kriegen die halt dann immer mehr Maximallife.
Vielleicht ist es irgendwo notwendig, dass man da das live hochstackt, dass man mehr Tanks einpackt. Keine Ahnung, ob das bei irgendeinem Encounter dann relevant werden sollte. So, jetzt haben wir uns alle mal grundsätzlich durchgeguckt. Ich würde sagen, wir lernen die jetzt mal hier. Da müssen wir nämlich immer hier einmal reincasten. Bloß wollte ich die nicht vorher lernen, dass ich euch auch die geringen Essenzen zeigen kann, was sich dann ändert von der ersten auf die letzte. Und dann würde ich sagen, testen wir hier mal ein bisschen rum. Und zwar haben wir das, nee, das haben wir noch nicht freigeschalten. Ich würde sagen, wir packen jetzt das hier mal rein und schauen mal, ob wir hier von ihm hier replizieren können. Das Ziel hat keine gültige Azurit-Essenz. Ernsthaft? Okay, der Typ, den kannst du vergessen. Dann probieren wir den mal. Okay. Ah, den kann ich replizieren, den Typen. Was habe ich jetzt hier? Wächter von Azeroth. Ah, das ist. Ich kann tatsächlich den Wächter benutzen. Also ich schätze mal, die anderen beiden hatten passive Essenzen drin. Und ja, ich kann jetzt für 15 Sekunden seine Essenz quasi kopieren und habe jetzt den Wächter, den eigentlich nur die Ds haben können. Ist eine nette Sache. Heißt, wenn ihr vielleicht maximal Schaden raushauen wollt oder maximal heilen wollt, dann nehmt ihr, wenn dann von dem DD die Essenz oder von dem Heiler die Essenz. Ich schätze mal, vom anderen Tank die zu nehmen, wäre sinnlos, weil dann könntet ihr gleich die große von euch reinmachen. Also das lohnt sich wahrscheinlich tatsächlich nur, wenn ihr von der anderen Rolle eine Essenz haben wollt. Ding hat jetzt aber halt 4 Minuten Abklingzeit, ne? Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob ich einmal quasi nur replizieren muss und dann habe ich immer die gleiche. Ah nee, jetzt ich kann dann quasi wieder von dem anderen das Ding replizieren. Ich schätze mal, wenn man das im Raid oder jetzt im Mythic Plus einsetzt, macht man das auf einen bestimmten anderen Spieler, macht sich vielleicht einen Makro mit, dass man den ins Target nimmt, die Essenz kopiert und wieder das nächste oder das vorherige Target nimmt, dann kann man das wahrscheinlich ganz gut basteln. Genau. Soweit zur ersten Essenz. Dann würde ich sagen, gucken wir uns die anderen noch an. Was hatten wir hier noch? Die Verspottungsgeschichte, die können wir tatsächlich relativ schlecht testen. Ich denke mal, das sollte klar sein. Aber was wir noch reinnehmen können, ist die mit dem Tod. Achso, die ist jetzt auf Abklingzeit. Okay, das können wir uns leider nicht angucken, sonst müssen wir ein bisschen lang warten. Auch hier, denke ich mal, können wir auch schwer was zeigen. Ich müsste halt einfach sterben und das ist das Tank immer schwierig. Da müsste ich in irgendeinen Raid oder so gehen und den Effekt angucken. Aber ich denke mal, das ist hier ja relativ klar, was es an Auswirkungen hat. Gut, ich denke mal, dann sind wir hier soweit durch mit den Essenzen. Ich würde sagen, ich schaue mir jetzt dann noch die DD und Tank-Essenz, DD und Heiler-Essenzen an und dann sehen wir uns gleich beim nächsten Video wieder. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.